Leere Kassen bei Kommunen, Ländern und beim Bund. Die öffentlichen Haushalte sind hoch verschuldet. Insgesamt sind Bund, Länder und Gemeinden mit rund 2 Billionen Euro verschuldet. Um die Schulden abzubauen, wird derzeit überall gespart. Auf Bundesebene, auf Länderebene und auch in den Kommunen. Dadurch fehlt es natürlich an Geld und es kommt dazu, dass Schwimmbäder und Stadtbibliotheken schließen. Schulen und Kindergärten nicht saniert werden und die Straßen viele Schlaglöcher haben. Gibt es denn da keine andere Lösung? Eventuell schon. In der letzten Zeit wird nämlich die Vermögenssteuer wieder intensiv diskutiert. Denn während Bund, Länder und Kommunen hoch verschuldet sind, besitzen einige wenige Privatpersonen sehr viel Geld. Das reichste Zehntel der Bevölkerung besitzt etwa 61% des Nettovermögens in Deutschland. Das zeigt, dass das Vermögen sehr ungleich verteilt ist. Damit die Regierung ihren Schuldenberg abbauen, trotzdem aber auch Straßen sanieren und Stadtbibliotheken haben kann, braucht sie mehr Geld. Hier soll nun die Vermögensteuer helfen. Anders als die Einkommensteuer, die sich aus den jährlichen Einnahmen aus Gehältern und Kapitalerträgen ergibt, berechnet sich die Vermögensteuer aus dem bereits vorhandenen Geldvermögen einer Person. Dies beinhaltet auch Immobilienbesitz und eventuelles Betriebsvermögen, abzüglich der Schuld. Die Höhe der Einnahmen hängt von der genauen Ausgestaltung der Steuer ab, also davon, wie hoch die Freibeträge und der Steuersatz sind. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat beispielsweise Folgendes ermittelt. Wenn man eine Vermögensteuer erheben würde, die einen Steuersatz von 1,5% hat und man einen Freibetrag von 1 Million Euro festlegt, dann würde dies dem Staat über 20 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Betroffen wären von dieser Steuer lediglich 0,4% der Deutschen, also die Reichsten unserer Gesellschaft, nämlich die, die ein Vermögen von über 1 Million Euro besitzen. Um die Vermögensteuer einzuführen, ist ein Beschluss vom Bundestag und Bundesrat nötig. Die Einnahmen würden ausschließlich an die Länder gehen. Dadurch können also Schulden abgebaut und trotzdem notwendige Investitionen getätigt werden. Schwimmbäder und Stadtbibliotheken müssten nicht schließen und Schulen, Kindergärten und Straßen könnten saniert werden. Setzen auch Sie sich für die Einführung einer Vermögensteuer ein und unterzeichnen Sie unseren Appell.